Sie glauben, Shopflow-Management ist schwierig umzusetzen und aufwendig? Nehmen Sie sich ein Blatt Papier und einen Stift. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie damit direkt nach diesem Video mit aktivem Shopflow-Management loslegen können. Go and see, das ist der erste Schritt. Wir gehen in die Fertigung und beobachten und notieren, was gerade in diesem Moment an den Arbeitsplätzen geschieht. Läuft die Maschine, steht sie, wird gerade abgeräumt oder warten wir auf Material? Diesen Prozess wiederholen wir einige Male und haben damit einen ersten handfesten Überblick über die aktuelle Situation an den Arbeitsplätzen. Jetzt sehen wir, wie oft die Maschine nicht produziert, auch wenn sie keine Störmeldung anzeigt. Hier verlieren wir Geld. Nun gehen wir an die Maschine und suchen nach den Ursachen dieser Standzeiten. Wir fragen den Mitarbeiter, was war da eigentlich los? Ich musste den letzten Auftrag abräumen. Und warum ging das nicht, während die Maschine lief? Ja, da musste ich das Material holen, wie immer. Und nun müssen wir uns fragen, wie können wir das beheben? Könnte hier zum Beispiel jemand aus der Logistik unterstützen? So, und damit haben wir schon mal einen ersten Lösungsansatz, wie die Produktivität zukünftig gesteigert werden kann. Das war ein erstes Erfolgserlebnis. Aber natürlich wollen wir nicht jeden Tag mit dieser Strichliste durch die Fertigung laufen. Hierfür gibt es Monitoring-Lösungen, die uns automatisiert Kennzahlen zur Zustandsüberwachung liefern. Auf unserem Shopfloor-Board sehen wir beispielsweise den Status der gesamten Produktion im Überblick und auch rückblickend die Performance über größere Zeiträume. Diese Kennzahlen können wir dann mit unseren Mitarbeitern in regelmäßigen Shopfloor-Meetings besprechen. Wir verbessern unseren Fertigungsablauf und sorgen so dafür, dass wir erstens unsere Produktivität steigern, zweitens die Kapazität erhöhen und drittens Termintreue gegenüber unseren Kunden entscheidend verbessern. Verlieren Sie keine Zeit und legen Sie gleich los. Nur 30 Minuten weniger Leerlauf am Tag bedeuten aufs Jahr hochgerechnet 125 Stunden mehr Produktivzeit. Das sind Aufträge im fünfstelligen Euro-Bereich. Wie sind Sie in Shopfloor-Management gestartet? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare. Und nicht vergessen, liken, abonnieren und Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen.